Hast mich geschossen? Nee. Könnt ihr mal, ich glaub nicht. Please, hau ihn rein. Da waren Eisenblöcke. Und so diesen Scheiß in unter der Basis. Weiß ich nicht, da haben wir den. Scheiße, hier ist Wallner. Ja, die könnt ihr ja kloppen, das ist. Wallner ist gegen uns, gell? Komm mal, pass auf, Akku, der war hier gerade. Hau mal auf den drauf. Wenn er keine gefärbte Lederrüstung hat, dann ist er. Ja. Cool. Da muss der irgendwo sein. Da. Den bis jetzt nicht. Der war gerade noch hier. Irgendwann muss er doch mal wieder das Schiff loslassen. Es regnet. Oh, okay, super. Dachte gerade, dass dort wäre irgendwie jemand. Ich weiß nicht, was jetzt mit der TNT-Kanone ist. Nanti, die ist nämlich nach unten geflogen. Also die Blöcke, die TNT-Blöcke sind nach unten geflogen. Nicht so, wie sie sollten eigentlich. Kann ja, er mal wieder zurückkommen, soll ich? Ja, mach ruhig. Kann er habt ihr noch Eisenblöcke? Eisenblöcke ja. Müssten noch dort vor der Base, im Endbase sein, ja. Noch 23. Okay, komm wieder zu der TNT-Kanone. Ja, ich glaube wieder auf meine Große. Also auf jeden Fall haben sie schon mal die TNT-Kanone gespottet. Und ich plante irgendwie das ganze C4 da rein. Ich glaube irgendwie das Redstone ist nicht richtig eingestellt. Jeder Schlag umgestellt. Null Orientierungssignale, ey. Okay, ich bin gleich wieder bei euch. So, ich hab wieder die TNT-Kanone. Ich hab die TNT-Kanone vorbereitet, ja. Komm hoch. Was hast, hast du hier eine Möglichkeit? Warte, ich baue hier mal eben ein bisschen hoch. Oh, fällt. Egal. So, ich kann dir mal zeigen, wie die da hinten einschlägt. Drück mal auf den Knopf, oder ich drück auf den Knopf und du guckst mal, wie der lang fliegt. Ich darf nicht irgendwie landen. Hab nämlich übelst weg. Schau mal, die sind da runtergeflogen, die TNT-Blöcke. Die werden da blockiert, wir müssen hier vorne frei bauen. Ich hab hier in der Base noch CN 40 Eisenblöcke. Wir müssen hier das Laub wegbekommen, Nanti. Ich kann da jetzt auf keinen Fall hingehen, wenn Paul hier uns schon geht. Hier war doch. Thomas, du warst da vorne hier bei mir, ne? Ja. Bist du noch da? Ja. Also was? Nein, ich bin noch nicht da. Ich bin wieder in meiner Base drin. Achso. Er liegt auch daran, dass die Wasserquelle einfach zu. Ganzen Steine da am Weg sind. Glaube ich nicht. Da irgendwie das TNT nicht. Oh so Scheiße, Paul ist hier! Ja? Der klopft sich gerade mit mir, aber ich sterbe. Nein, jetzt laggt's. Jetzt steht er da einfach nur rum. Ah nein, jetzt. Muss schnell spawnen, wenn ich sterbe. Ich bin gespawnt. Paul hat mich erschlagen, weil es gerade geleckt hat. Und das ist auch irgendwie unfair. Ich glaube, da bei Paul leckt's überhaupt nicht. So unfair eigentlich. Ich brauch schnell wieder Rüstungszeug und alles. Ich hab glaube ich. Ja, ich kann hier gar nichts machen eigentlich gerade. Hat jemand von euch Redstone und Eisen? Ja. Und du kannst ja Paui eigentlich klatschen, deswegen. Ja, wenn ich sterbe, dann kannst du nicht mehr spawnen. Ja, aber du stirbst ja eigentlich nicht aus der Eisenrüstung, aber ach, ich hab jetzt. Er hat übrigens Verbindung, er ist gut im PvP. Ich hab, wo habe ich jetzt mal eine Rüstung? Ich habe jetzt gar keine Rüstung mehr, ne? Muss ich jetzt Lederrüstung nehmen, Nanti? Wenn du das nicht überlebst, hierher zu kommen, schon, ja. Hast du Eisenrüstung? Ich habe noch 40 Eisenblöcke. Ach, Eisenblöcken kannst du. Ja, okay, dann nehme ich mir jetzt erstmal eine Lederrüstung und. Ich glaube, ich komme mal wieder zu unserer Base zurückgelaufen. Mir echt zu riskant hin, weil die wissen, dass das wir schon hier sind. Dann bauen wir kleine TNT-Kanonen um sie herum. Ich glaube, wieso? Perfekt. Und dann greifen wir einfach den Ball an, von der Riesenkanone. Weil da zu viel Lauf im Weg ist. Deswegen laufen wir jetzt mal wieder zurück. Scheiße. Viel aus das befestigt hier. Direkt vor ihrer Riesenkanone. Glaube ich auch recht richtig. Recht kalt. Scheiße. Ich habe jetzt weder Bogen noch irgendwas anderes wieder. Also wir sind gerade in der Base. Du, oder? Ich bin drin, ja. Dann nehmen wir uns Eisenblöcke mit und bauen kleine Mini-Kanonen. Hast du irgendwo Eisenblöcke dort? Ab 23. Okay, das ist gut. Aber ja gut, wie gesagt, wir brauchen irgendwo Eisenblöcke sonst noch her. Ich hab eine Eisenspitzhacke, wir könnten gleich noch zum Labor abbauen. Ja, ich glaube auch.
der, glaube ich, letzte Hoffnung. Wir haben ein bisschen unorganisiert. Ich warte hier mal an der Base auf dich, ne? Weil mir das eigentlich nicht so. Lass mal zurückkommen. Edwai? Was? Bist du in der Nähe von meiner Kanone, also von mir und Stevie, die Kanone? Ja, ich laufe gerade hin. Kannst du da ein bisschen Laub davon entfernen, nur dass du jetzt der Einzige bist, der jetzt dort ist, immer wieder die Kanone betätigt. Dass er denkt, dass wir immer noch dort sind oder so und die eigentlich schon... die Kanone wurde gerade von 5 Leuten auseinandergenommen. Auch nicht schlecht. Unter anderem Paui. Ja, der hat kaum beinahe, hab ich jetzt wirklich erschossen. Unsere oder ihre? Ja, unsere. Unserer. Ganz großer. Ja, Paui hat ja alle dorthin geordert. Der hat mich auch geschlagen. Hat ja gar keine Chance. Ich geh mal zurück. Glück hat der gar keine Verbindung zu Lex oder so. Ah, eben, das ist wieder mies, Mann. Das ist scheiße, ja. Wollte mich vielleicht nicht versuchen, über freie Sandfläche anzuschleichen. Kann sich halt durchbuddeln oder so, wenn du da nicht irgendwie durch den Sand stickst oder so. Ja, das Problem ist halt, dass. Mit Repeater kann man das natürlich schon ganz schnell erbauen. Das ist laut, Handy. Mach das scheiß Handy aus, genau. Ist jemand von euch bei der Kanone? Ich verpasse mich gerade dort. Achso, du bist das, ne? Ja. Ja. So, Steve, ich komm langsam zurück. Ja, aber Alter. Aber okay, langsam. Die Festung auch auf unsere Türme. Also, ich greife die nicht unsere Base an. Ja, warum sollten wir unsere Base angreifen? Vielleicht unsere Betten kaputt machen oder was, damit wir gleich verloren. Oh, das lag. Der kann Bogen schießen. Meine Kanone haben sie in Ruhe gelassen. Das ist ja gut. Ja, und deine schlägt ja auch noch in der Mauer ein, ne? Ja, wenn das durchgeschlagen ist, dann schlägst du ja richtig rein. Vielleicht triffst du ja per Zufall ein, das ist ja richtig geil. Triffst du den in ihrer Mauer? Ja. Okay, gut. Dann schlagst du so lange kaputt, bis du weg ist. Genau. Die Hälfte dort. Dann schießt du die ganze Zeit irgendwie mal rein. Dann irgendwann bleibst du schon auf dem Weg gesperrt. Wir snipern hier gerade alle weg. Ja. Haben die da Tränke mit? Tatsache, die haben Tränke? Bei der Asker, der ist mit auf krepiert. Ah, ich glaube, die haben Tränke dabei. Was, Tränke? Weiß ich nicht. Ja, die haben Tränke. Also, die haben Trank der Regeneration 2. Ich hab grad Trank der Regeneration 2. Wir haben nur scheiße. Da Äpfel. Kommt diese Freedom. Autsch, da bin ich wieder. Au. Sorry. Nanti. Bringen eigentlich goldene Äpfel. Nanti. Mein Wut ist ja. Ah, okay. Ist egal, bleib. Resistenz und Feuerresistenz und die ganze Zeit Lebens. Achso. Wurde man nicht getötet. Scheiße. Nanti, beeil dich. Gleich in der Base. Scheiße, ich bin doch gleich tot. Aber jetzt, wo. Ja, du... war klar. Weil es so unglaublich geleckt hat. Hey, ich bin übrigens wieder. In nirgendwo. Hoffentlich greifen die nicht wirklich unsere Base an, wenn die sehen, dass wir alle tot sind. Wäre echt ungünstig. Warum TP? Weil ich am Spawn bin. Ah, schon wieder. Na, dann leg dich schnell. Ja, ich kann mich nicht schlafen legen. Ich mach schon, ich bin doch direkt zuerst direkt bei mir. Ah, ich bin da direkt Base. Ah, ich bin rechts. Ich bin gleich da, ich schwimm durch das Wasser. Links vom Eingang bin ich dort an dem Ball. Ja, okay. Wenn ihr mal darauf geht, dann seht ihr mich dann was. Ich bin auf so einem Turm mit Akku. Scheiße. Können wir die von hinten eigentlich wegsnipen? Hab ich vorhin schon probiert. So, wir müssen uns jetzt irgendwie mal einen Plan ausmachen. Also TNT-Kanonen können wir jetzt erstmal vergessen, die große. Ich denke, wir bauen kleinere TNT-Kanonen. Hat jemand von euch Redstone? Ja, in unserer Base liegt noch hoffenweise Zeug rum. Wo genau? Das weiß ich nicht mehr. Der Schmiede. Das ist fast. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist auf jeden Fall weiter rechts von der großen TNT-Kanone ausgesehen. Okay. So, ein Pferd haben sie weniger. Was mit der Lohne? So, ich bin wieder da. Home sweet home. So. Ich habe jetzt keine Äpfel mehr an. Ich so, warte, hier kannst du die Rüstung machen. Zweite Pferd tot.
erstmal wieder in der Basis, erstmal hier sicher. Ja, erstmal, solange sie nicht hier rein. Einfach mal wir haben ja noch unser, und jetzt treffe ich Kiwi in der Stopp. Wir haben ja noch unseren Fluchtplan hier, den wir euch noch gar nicht gezeigt haben. Ja, da landen wir aber auch nur auf dem Schiff. Und ja, müssen wir können von dort aus müssen wir da mit dem Bogen zusammen. Ja, oder wir gehen unten, da ist ja diese Schienenstrecke, da können wir uns von dort aus eigentlich durchgraben. Ich bräuchte was zu essen. Weißt du, was ich meine? Okay. Wir haben ja diesen Schienen. Habt ihr noch Redstone? Ich meine ja jetzt noch. Ja, Leder, dort in der Kiste. Leider später. Nonti. Ich hab kein Essen mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nonti. Ja. Wir haben ja dort diesen Schienenschacht, ja? Weißt du, was ich meine? Ah? Ja, und wir könnten theoretisch auch dort einfach. Wie macht man doch mal ein Eisenhemd? Also hier so ein Hemd. Ist das gewollt, dass da unter Landschaft neben unserem Schloss dann ewig lange Redstone-Leitung rumläuft? Das. Ja. Also ich hab das gerade gesehen, dass die Map nicht geladen hat. Ja. Wo kann auch sein, dass es noch eine alte Redstone-Leitung ist, die wir nicht mehr brauchen. Das war nämlich die zu Mr. Kiwi LPs Drohnen. Und dann alles in die Luft jagen. Ah, die gibt's ja nicht mehr. In dem noch kein Redstone. Map existiert nämlich schon wirklich sehr, sehr lange. Nanti, wie macht man jetzt nochmal Schuhe? Ganz unten ganz unten links zwei übereinander und ganz unten rechts zwei übereinander. Ah, okay. Wo seid ihr jetzt nochmal alle? Also ich bin jetzt vor unserem Schloss und versuche gerade zur Redstone-Leitung zu gelangen. So, wie macht man jetzt nochmal nicht Helm, sondern Brust links da? Alles für alles aus, alles außer das Mitte oben. Oben in der Mitte, genau. Alles klar. Haben sie noch genau zwei Pferde? Ein Pferd. Haben wir noch irgendwo Eisenblöcke? Er schlachtet Redstone. 40 in unserer Base und Redstone ist auch genauso in unserer Base. Habe ich großzügig mitgenommen. Und der. Ah, hier ist die Redstone-Leitung. Ich brauche Stöcke. Ich baue mal hier eben kurz unser Lager auseinander. Aber ich habe kein Fressen mehr. Das ist das Problem. Wer ruft denn da jetzt bei Skype angerufen? Oh. Wer? Benny. Benny. So. Eisenblöcke. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal kurz runter. Nee, kein Bock mit dir jetzt alle abzubauen. Aber wir haben keine mehr, oder? 40 in der Kiste, Welche Kiste? Dort vor der gegnerischen Base. Yeah. Toll! So, Kiwis Pferd ist auch tot. Cool. Meine Schlacht in der Pferde. So, ich habe alles. So, Nonti. Guck mal, wir können das so machen, wir gehen runter in unseren Minenschacht und von dort aus buddeln wir uns niemand? Richtung in ihre Basis. Aber? Hier ist ja niemand. Weißt du, Nonti? Wir gehen ja echt mal unseren alten Redstone-Weg entlang. Ja komm, machen wir, oder? Brauchen wir jetzt noch eine Schaufel. Ein paar Eisenschaufeln. Ich hab eine. Eine reicht bestimmt nicht, weil da sehr viel Sand ist, was dann runterfallen wird. Ich glaube, das fällt auch auf, wenn die das sehen, dass da übelst der Sand runterfällt. Weil deswegen habe ich einen richtigen Geheimgang runtergebuddelt. Ich bin durch ein Loch gefallen und komme nicht mehr raus. Nonti auch, aber ich schlag grad Nonti. Und das sieht aus wie ein Fluchtgang. Aus Obsidian. Nein. Nonti, ich will den Sand schlagen, aber es laggt die ganze Zeit. Warte. Deswegen trifft er dich die ganze Zeit. Oh. Oh Scheiße. Oh, da war ja was. Was wär's, er hätte uns das Ding erstickt, ey, so übelster Double Kill. Ich hab keinen Essen und ich bin immer noch hier an dem Scheißborn. Player gewonnen. Turnier Day of the Battle meinte ich gewonnen. So, wo waren jetzt hier nochmal die letzte Redstone-Leitung, die da runterging? Die war doch hier irgendwo, ne? Die ging doch hier irgendwie runter. Eigentlich hier so. Ja, diese Redstone-Leitung führt leider nur zur Wüste. Hab hier eine. Ich glaub, du solltest dir jetzt ein Spawn-Mass hätten. Ja, da müsste ich vielleicht Nacht haben. Nacht 14.000, oder? Wenn das hier nicht alles so laggen würde, wie 100.000 oder 1 Million oder irgendwas. Wenn das hier nicht alles so laggen würde. Scheiße, Mann. Wo gehen wir denn jetzt lang? Also er hat doch schon einen Tunnel unter seiner Basis. Wo lang? Also ich habe kein Essen mehr. Glaube hier lang, oder? Weiß ich nicht. Eine Devise. Hier ist die Nonti. Also irgendwo noch Essen, ich verhungere. Da ist die, genau. Nonti, ich hab die hier außen vom Schloss schon gefunden. Wir haben aber das ist das Falsche. Oh, scheiße. Aber warte, hier daneben müsste die ja irgendwo sein. Hier, ich hab sie. Nee, das ist sie nicht, oder? Dann muss das die hier sein.
Hi. Hi. Hier. Wo denn? Wenn du wieder hochgehst, bei der Kreuzung. Sind. Okay, warte, bei der Kreuzung. Alles klar. Aber wie kann ich jetzt wieder hoch? Ah, so, okay. Gib mir einfach den ganzen Boden bei uns aufreißen. Ja, das brauchen wir Gott sei Dank nicht. Alter, wo ist denn da jetzt was explodiert? Wo ist jetzt was explodiert? Das die war ganz. Ja, dann komm hierher, oder? Der Whitehills stand gerade über mir. Dann. Ja, dann. Der Whitehills ist übel penetrant, der hat mich schon das letzte Mal getötet. Ach, du Schande. Die sind echt bei uns in der Basis. Und ich glaube, wir bleiben wirklich hier unten, oder? Ja, los, weg hier, weg hier. Ja, ich bin mal. Howie ist hier und jagt alles in die Luft. Was soll denn das? Warum jagen die alles in die Luft? Ja, weil die uns versuchen hier. Wie gesagt, die sich wundern, die greifen uns an. Ah, ich werde die ganze Zeit. Theoretisch können wir unsere Fallen aktivieren, Nonti. Das bringt nichts mehr. Ich grab mich jetzt raus zum Schiff. Komm mal mit. Lass mal. Fuck. Scheiße, Nonti, das Redstone, ja, geht alles weg. Wer ist hier? Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Ich sterbe, sterbe. Ich bin tot. Whitehills ist hier unten. Wo? Der ist unten in unserer Redstone-Leitung. Ja, klar. Ey, mich tot. Ich bin gleich wieder tot. Mich tot, wie behindert durch die Gegend, Mann. Alter, ich hab über Angst. Da ist Howie steht auf meiner Basis. Ich bin auf dem Schiff drauf. Ich komm da raus zu dir, du musst mir irgendwas geben, damit ich hier bauen kann. Kann ich da mal Beat umschlagen? Was? Ich wurde zurückgelegt. Nonti, teleportier mich bitte wieder. Ich hab meinen Spawnpunkt nicht gesetzt. Ey, das laggt die behindert. Ich beschütze mich hier. Es laggt extrem. Ich glibber die ganze Zeit zurück. Ich bin schon wieder in meinem Haus. Ist ich denn jetzt nicht hier? Ey, Leute, ich glibber die ganze Zeit in meinem Haus rum. Ich komme nicht raus. Huch! Ja, toll! Unsere ganze Basis hat so in die Luft gejagt, ne? Da kommt. Oh, Howie, der Huren so platziert als übelst TNT! Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin schon wieder tot. Ey, Howie, der Assi haut die ganze Zeit auf TNT hin. Hallo, ich kann hier nicht weg. Ich kann nicht mal auf Wiederbeleben klicken. Kann ich die Truhe öffnen? Oh, Aiko ist tot. Yeah. Leute, wir brauchen euch hier am Spawn, die greifen uns an. Ich bin. Also. Das weg, Mann. Ja! Ganz ehrlich. Also, ganz ehrlich, das Event können wir vergessen. Das ist so unfair, weil es bei Paui einfach null leckt. Ja. So unfair. Hier ist Afka genau vor mir, der kriegt mich mal hin. Wie unfair, Mann. Hä? Was? Wer hat mich geschlagen? Wir haben nur TNT für das Einschlagen benutzt, um nicht alles kaputt zu machen, WTF? Was? Der hat das ganze Schiff in die Luft gejagt. Sollte das? Ja, also ich stecke fest. Ich kann ja so gut wie gar nichts machen eigentlich, weil ich durch die ganze Map lecke. Ich stecke irgendwo drin fest, ich kann nichts tun. Ist mich jetzt gerade erstmal übelst across the map, Kannst du mal kurz da reingehen, das da mal sagen, mit dem TNT, was das soll? Wir haben sonst wir haben nur TNT für die Kanonen verwendet, aber doch nicht. Um einfach TNT zu nehmen und sollten das. Außerdem ist das so verdammt unfair, wenn er da auch noch Host ist, einfach da durchrusht, das TNT platziert. Vor allem, weil es bei ihm als einziger nicht laggt. Ja. Rätselleitung ist sowieso schon am Arsch. Erstens die mal. TNT, zweitens haben sie Spieler mehr und drittens noch ein Serverhost bei sich, Ey, das ist. Ich kriege hier. Betzer. Das leckt. Ja. Reiben wir. Ich. Ey, das ist richtig assi gemacht mit dem TNT, was sie da gemacht haben. Ja. Komm hier nicht weg, wo ich hier stehe. Ja, ich bin auch bagger auch die ganze Zeit am Spawn rum. Ja. Weil die letzte Möglichkeit, wo ich dann bei unserer Base war, ja, ich war da, es hat die ganze hat sich erstmal keiner bewegt. Das bringt gar nichts mit denen zu diskutieren, ey, das ist hab echt gesagt? Nötig. Ja, keine Ahnung, angeblich, ja, wenn ich zum Beispiel sage, also zumindest haben sie das so mit begründet, weil wir uns unter ihren Wellen durchgegraben haben, dass sie einfach alles in die Luft jagen und deswegen jagen sie alles in die Luft? Und die meinen halt hier so, ja, wenn ich die ganze Zeit zurücklecke, dann ist es irgendwie, da muss ich mal das und das machen. Die wollen mir einfach nicht glauben, dass es am Server liegt, dass der hier ohne mal rumleckt. Also eigentlich hat das echt gar keinen Sinn mehr schon wieder hier. Ja.
Ich wäre dafür, dass wir das ganze Event wiederholen und Paul mal nicht der Server-Hoster ist. Ja, am besten wirklich mit einem neutralen Host, also neutraler oder was weiß ich was. Neutraler Server, das ist echt unnötig. Ja, unsere ganze Basis ist hier so zerstört, ne? Nonti, lebst du wenigstens noch? Ja, Nonti und ich sind hier so an irgendeinem NPC-Dorf in der Savanne. Unsere ganze Basis ist in die Luft gejagt, was ist das bitte schön für ein Sinn? Also von TNT so war echt nie die Rede, was soll denn das, ehrlich? Ja, guck an. Wir graben uns harmlos da unten durch und die nehmen TNT und jagen alles in die Luft, ETF! Wild ich meine, wie soll man denn sonst in die Rüstung eindringen, ne? In die Festung eindringen? Alter. Nonti, ja, Wild Hills gräbt sich die ganze Zeit durch unseren Fluchttunnel durch, ganz unten. Und macht dort jedes sich Redstone in jeden Scheiß. Ey. Ja, Leute, also ich bin erstmal raus hier. Ich hab da auch keinen Bock drauf. Das ist. Tut mir leid. Ich habe weiße Rüstung gefunden. Da war ich ja nicht mein. Ist egal. Können wir nachholen oder das hat keinen Sinn, wenn er das ja, so ist. Ja, dann macht wirklich, machen wir das Ding nochmal und dann mit dem Nitrado-Server oder so. Mhm. Da hätte ich echt Bock drauf, weil es macht Spaß, das Ding, aber nicht ja. unter den Voraussetzungen. Ja, halt ja. Nicht mit Lag und ähnlichem. Ja. Mhm. Ja. Wirklich, ich zieh mal kurz hier rein. Ich genau. Ha? So. Habt ihr gemoved? Naja, wir blasen das Ding ab und wir wiederholen das irgendwann oder so. Okay, wie das ist echt, hat echt absolut keinen Sinn. Das hat gar keinen Sinn, ehrlich gesagt. Wenn ihr habt den Serverleiter bei euch, der rennt einfach ohne Lags mit TNT durch, platziert alles chillig, wir lecken uns einen ab, wir können nicht mal Leute schlagen und alles. Paul steht vor mir, ich schlag einfach ins Nix und auf einmal bin ich von einer Sekunde zur anderen bin ich einfach tot. Also. Wieso leckt das bei euch und bei mir nicht? Hat sowas von keinen Sinn. Unnormal. Also es leckt echt unnormal. Das ist absolut fies. Ich habe eben am Spawn gestanden, ungefähr, na, bestimmt 10 Minuten, dass ich versucht habe, eine Kiste zu öffnen. Ich versuche durch eine Tür durchzukommen, nix funktioniert einfach. Ganze Basis. Dann rennen alle mit TNT rein, ey, was soll denn das? Ja, dann müssen wir das absagen. Dann macht irgendwie den Nitrado-Server klar, dann machen wir das irgendwie nächste Woche oder sowas, nächstes Wochenende nochmal. Tut mir jetzt echt leid, aber das ist einfach nicht okay so. Naja, ist nicht mehr tragbar. Ist das so derbelekt, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil bei uns ist eigentlich alles okay. Können nicht ja, machen, ihr wart ja so auch heftig. Die ganze Zeit vor Ort, wir sind ja quer durch die Landschaft immer gekutscht und so. Stimmt, ihr hättet die ganzen Chunks nachladen müssen. Ja. Ja, dann machen wir das mal anders weiter, wenn Paul in den Nitrado-Server hat. Ja. Dann kannst du es dem mal Bescheid sagen. Ja, dann müssen wir mich wieder moven. Gut, ja, schubst ihn runter. Ne? Dann meldet euch, wenn wieder losgeht, dann bin ich auf alle Fälle wieder dabei. Ne? Ja. Gut. Bis dann, ciao. Hat aber, ja. Tschüss. Ja. sag ruhig, bitte. Nee, es hat's erledigt. Okay, alles klar, ciao. Tschüss. Gut, dann kann ich auch die Aufnahme erstmal abbrechen. So. Let's fail day of the battle. Ja, ist so. Was für ein Schrott. Ja gut, würde ich auch sagen. Bis zum nächsten Day of the Battle, der dann wahrscheinlich ein bisschen besser sein wird. Hoffentlich. Ja, hoffentlich.